Mein Name ist Sebastian Scholtisek, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne in Wertheim und ich arbeite hier im Hümmling Hospital Sögel als Gesundheits- und Krankenpfleger auf der inneren Abteilung. Ich helfe Menschen, ich koordiniere Entlassungen, ich kümmere mich um Angehörige, ich sorge dafür, dass der Stationsalltag strukturiert ist. Ich arbeite zusammen mit Therapeuten, ich arbeite zusammen mit Ärzten, ich arbeite zusammen mit Externen. Der Beruf der Krankenpflege ist so vielfältig, das kann ich hier nicht in einem kurzen paar Minuten Gespräch erklären. Jeder Tag ist spannend und auch witzig, anstrengend bisweilen natürlich, aber es sind einfach Dinge außerhalb des Krankenhauses, erlebst du die nicht. Das macht diese Spannung einfach aus. Wenn es keine schönen Momente geben würde, dann würde ich hier nicht arbeiten. Ja, die Krankenpflege, die unterliegt Zwängen. Jeder will irgendwie was. Wir haben unsere Patienten, wir haben die Angehörigen, wir haben die Politik, wir haben natürlich die Verwaltung, wir haben unsere Kollegen. Es sind 1 Million Anforderungen, die irgendwie an Krankenpflege gestellt werden. Man muss einfach in der Lage sein, den Patienten oder die Menschen, die das Vertrauen in einen setzen, dann in dem Moment, dass man die an erste Stelle setzt. Egal, was jetzt sonst ist, egal wie stressig es ist, egal wie viele Leute etwas von einem wollen, der Patient muss im Mittelpunkt stehen. Dieses Fokussiertsein so auf das Wesentliche, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Es gibt Krankenhäuser mit 1000 Betten. Da sind Patienten, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht anders regeln, teilweise eine Nummer. Das ist in Sögel anders. Wir sind ein relativ kleines Haus, wir sind ein sehr familiäres Haus. Ich kenne hier nicht nur meine Kollegen von der Inneren, ich kenne auch die von der Chirurgie, auch die von der Gynäkologie. Ich kenne die Leute aus der ZNA, aus dem OP, aus der röntgenologischen Abteilung. Ich kenne die Therapeuten, die Hilfskräfte, die Stationsassistenten und Sekretären. Man hat deutlich kürzere Kommunikationswege. Man macht auch mal zwischendurch, dass man sich mit Kollegen mal so trifft, auch privat spricht. Das ist hier im Hümmling Hospital auch gang und gäbe. Wir haben eine Menge Spaß bei der Arbeit, weil wir von uns bewusst ist, Pflege ist ein harter Job. Die Anforderungen werden eigentlich auch immer härter, dass man da sagt, hey, und man darf das Lachen jeden Tag nicht vergessen. Und das leben wir auch so, hier auch auf Station. Die Pflege steht hier gleichberechtigt neben der Medizin. Wir sind ein eigener Berufszweig, wir haben unsere eigenen Herausforderungen, unsere eigenen Probleme, unsere eigenen Ziele. Aber natürlich muss man ganz, ganz eng Hand in Hand arbeiten. Medizin und Pflege und auch die Therapeuten und auch die Hauswirtschaftskräfte. Man darf diese ganzen anderen Leute nicht vergessen. Nur so funktioniert das. Und da ist es nicht wirklich, dass man sagt, so, wir haben uns in der Hierarchie aufgebaut und auf der ersten Stelle steht die Ärzteschaft und auf der zweiten Stelle steht dann die Pflege. So ist das nicht. Wir arbeiten hier nebeneinander, wir arbeiten Hand in Hand, jeder macht seine Arbeit, man unterstützt sich gegenseitig und so erreicht man dann unterm Strich das optimale Ergebnis.